Also, warum bin ich hier? Weil eine Junge hat die Fenster von der Tür unten kaputt gemacht. Dann diese Nachbarin hat geschrieben, das war meine Tochter mit ihrer Freundin. Aber ich war zu Hause und ich weiß, das war nicht meine Tochter. Ich habe trotzdem Rechnung bekommen, 105 Euro. Ich bin arbeitslos und mein Nachbar mag mich nicht. Was kann ich machen? Wie gesagt, also die Sache ist relativ einfach. Gegen diese Abmahnung kann man sich wehren. Da würde ich mich dann dort melden. Das hilft vielen Migranten auch, dann sich in Deutschland zurechtzufinden. Zumindest halt über die Rechtsberatung bekommen die dann schon einigen Einblick, wie das läuft mit dem Rechtssystem in Deutschland. Ich versuche das einigermaßen zu vermitteln und ich muss sagen, auch anhand der Nachfrage, die also immer noch rege ist, selbst nach weit über 4 Jahren, also kann man schon einigermaßen zufrieden damit sein. Wir verstehen uns immer so ein Stück wie so ein Hauptbahnhof, in dem wir einen Hinweis geben, an welchen Zug kann man aufsteigen, also welchen Weg muss man gehen. Letztendlich müssen die Migranten sich selber entscheiden, welchen Weg sie denn gehen. Ein Großteil hat einen großen Beratungsbedarf, um sich mit den Ämtern und Behörden in Deutschland zurechtzufinden. Wer ist jetzt wofür zuständig? Und wir öffnen da sozusagen die Tür. Es gibt auch einen Großteil anderer Angebote, dass verschiedene Kulturgruppen hier sich treffen können, auch die eigene Kultur wiederfinden, sich miteinander unterhalten, aber auch ihre Kultur weiterleben. Wir sind hier Sonntag 3 Stunden angemeldet. Die erste Stunde also macht die Frauen also ein bisschen also hier aerobisch mit Frau Irina. Danach in 2 Stunden und macht unsere Frau das eigene Programm. Also das heißt, sie macht, was sie will. Zum Beispiel Kuchen backen, Salat machen, gegeneinander ein bisschen lernen, was in das Leben, also zum Beispiel die Erfahrung sammeln, sag mal einfach so, von überall hier. Reden und vielleicht außen helfen. Am Sonntag will ich nicht zu Hause sein, weil mir da langweilig ist und sitze nur vor der Glotze und gucke einfach so und da kommt nicht so viel los. Deswegen gehe ich immer hierher und spiele mit meiner Freundin. Also ich will Tierärztin werden, weil ich liebe mal sehr viele Tiere und sie lieben mich. Also ich liebe auch Babytiere und so. Oder wie mein Bruder. Ich habe aber keine Ahnung, was mein Bruder macht. Also später tanzen sie hier und mein Papa ist der Lehrer. Oftmals werden Ausländer nur einseitig gesehen. Sie sind eben hier und leben hier. Wir Deutsche vergessen oftmals, dass wir der Exportweltmeister Nummer 3 sind hinter China und USA. Und jeder Ausländer, der hier lebt, wird natürlich auch seine Erfahrungen in sein Land weitergeben. Es gibt kaum Ausländer, der keinen Kontakt zu seinen Familien hat. Und so zu sehen, sind sie auch Botschafter für Deutschland. Und je nachdem, wie wir mit Ausländern lernen umzugehen, umso besser wird es natürlich auch funktionieren. Und dieses Potenzial wird häufig unterschätzt. Also ich habe eine Freundin, die heißt Irina. Sie kommt aus Russland. Also sie zickt manchmal auch rum mit mir und diskutiert auch manchmal. Aber ich mag so, wie sie ist.